Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team mit mir, dem Alex, hier am Start. Ja, und wir müssen erstmal dem hier noch wieder einen Vertrag geben. Der ist verletzt und braucht einen Vertrag oder was? Weil der hat ja auch ein Vertragszeichen. Da kriegt er erstmal seinen Schuh einen Vertrag. Und dann kriegt er noch gerade so eine Heilungskarte. Habe ich eben gerade extra noch für ihn und für den anderen, der hier auch noch verletzt ist. Lewandowski auch noch verletzt. Warum sind die alle verletzt? What the fuck, ey? Da habe ich erstmal gerade Heilungskarten gekauft. Und ja, jetzt sind wir wieder fit und können direkt den nächsten Gegner suchen. Hoffentlich dauert es nicht ganz so lange wie die letzte Folge, die am Montag kam. Weil da hat es ja echt irgendwie, Ewigkeiten gedauert, bis wir mal einen Gegner hatten, der da nicht rumgemeckert hat, weil ich natürlich mein Bayern-Trikot haben wollte und er ein Trikot haben soll, was möglichst nicht irgendwie rot-weiß oder rot-blaue Züge hat. Und das verstehen halt manche nicht so. Wenn ich sage, ich will das, dann will ich das. Und der ist schon mal korrekt. Sehr schön. Haben wir sehr schön Gegner direkt zugestimmt, alles direkt gedrückt. Hat eine 84er Bewertung. Im letzten Spiel haben wir ja richtig scheiße abgeschnitten am Ende, einfach nur, weil wir ja kacke waren quasi. Hier hat er sogar noch wieder ein Team of the... Ich könnte wieder kotzen. Team of the Year. Team of the Season natürlich. Und ein EF-Spieler. Das ist mega geil. Regnet's? Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich wieder nicht so geil für uns. Boah, also hier schon wieder direkt so Durchsetzungssachen, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das gibt Abseits, oder? Nö, hat er gehalten und damit gibt es kein Abseits. Ha, Alarm und Kopfballduell, das war die beste Idee jetzt ever. Boah, jetzt wird's richtig knifflig. Aber meine Abwehr rennt zurück, aber richtig unkoordiniert zurück. Da konnte ich jetzt richtig gerade durchatmen, dass da nichts passiert ist und direkt verliere ich den Ball wieder. Och, dieses schwule Ausweichen geht mir so auf diesen Sack. Ja, komm. Ja, jetzt natürlich kommt er wieder dran, ist klar. Aber ich habe, ohne Scheiß, ich will mal gerade was wissen. Ich habe eigentlich umgestellt, dass mir nicht mehr diese Kacke... Boah, Alter. Sorry, Leute. So, ich habe eigentlich umgestellt, dass mir nicht mehr diese ganze Scheiße angezeigt wird mit, hier automatisch wechseln es wieder ein, okay. Es kam mir gerade aber vor, als wenn es aus gewesen wäre. Von daher. Ja gut. Boah, wenn es so betrieben nass ist, hasse ich's. Weil dann, ich weiß jetzt nicht, ob sowas hier ankommt oder ob das wieder im Seitenaus landet. Ganz knapp nicht. Sehr schön. Auch wenn der hier reagiert mit einer Reaktion. Ich hätte direkt passen sollen. Oder Flanken, meine ich eher. Schön! Lewandowski, sehr schön. Aber wie gesagt, im letzten Spiel haben wir leider auch geführt erst und dann haben wir ganz am Ende noch 2 verloren, weil wir Sachen nicht reingemacht haben und der Gegner wieder Sachen reingemacht hat. Also das übliche Problem und ich will diesmal auf jeden Fall gewinnen und da sollten wir auf jeden Fall früh genug anfangen, dem Gegner Tore einzuschenken und nicht uns mit dem Erstbesten zu... Vor allem, weil das so ein richtiger Abfuck-Gegner ist von der Spielweise her. Hier und da mal ein Trick, der abfuckt, weißt du. Muss ich auch hier und da mal eine taktische Grätsche einsetzen. Boah, genau richtig. Ja, da kann ich nichts machen, wenn so ein Pass kommt, der alles öffnet wieder. Ah, Gott. Und das war wieder direkt im Gegenangriff, weißt du? Was soll ich da machen? Ja, komm. Da mache ich irgendwelche Gammeltricks, wo ich nicht mal selbst weiß, wie sie funktionieren, aber sie funktionieren. Und dann fliegt er mich weg und kassiert gelb. Richtig armselig vom Gegner. Weil ich halt nicht mal richtig Plan hatte, was ich mache. Das war mehr so, ich trug einfach mal wild rum, weißt du? Komm, bitte komm an. Das war zu leicht. Ich hätte vielleicht auch in der Situation vielleicht den etwas komplizierter aussehenden Grundweg nehmen sollen, von wegen, Ich hasse diesen Spaß. Das ist nämlich der Wichser, glaube ich, der hier die verkackte Team of the Season oder so ist. Oder könnte sein, oder der halt eben in Form ist. Ich weiß es nicht. Nein, kein übertriebener Kopfball. Sehr schön öffnender Pass. Hat jetzt nicht so übertrieben geöffnet, weil der Typ, glaube ich, auch... Boah, ja komm, scheiße, der hat mich aus Versehen leicht ins Ausgelaufen. Ich bin auch sehr offensiv immer noch.
the fuck war denn das? War Abseits, ne? Oder? Klar, was Abseits. Was? Foul? Nee, Abseits, okay. Hab schon gerade gedacht, der will mich verarschen. Ah. Danke. Ach, genau, sowas ist wieder scheiße, weißt du? Was? War Abseits. Alter, fünf. Wirklich. 10 Jahre zu spät gepfiffen. Nice, richtig schön rüber gesweatet und dann reingemacht. Oh, scheiße, war Abseits. Mann, ich hasse das. Warum können die nicht direkt pfeifen, weißt du? So 10 Stunden Verzögerung beim Pfeifen ist wieder richtig kacke. Da freut man sich schon halb und dann kommt so ein scheiß Abseitsgepfiff, ey. Das ist einfach nur mega unnötig. Da freut man sich schon und dann kommt erst der Abseitspfiff. Wenn der halt 3 cm vor mir steht, was soll ich denn machen? An der Position hätte ich noch nicht mal mehr an ihm vorbeilaufen versuchen können. Das war einfach nur eine richtige... Komm, ich mach einfach mal so. War zu leicht, oder? Ja, war zu leicht. Ach genau, hält er noch. Der war nicht mal mehr Abseits, oder? War der Abseits? Nö. Hat er einfach so gehalten. Das war so ein geiler Schuss und er hält ihn einfach. Ist klar. Komm. Genau. Direkt in seine Füße. Ist klar. Lauf, Mann. Weißt du, es war so billig. Ich versuche ihn hochzuziehen. Es funktioniert einfach übertriebenst mal überhaupt nicht. Oh, guck mal, schon wieder 2-1 Rückstand nach 1-0 Führung. Oh. Weißt du, sowas hasse ich ja am meisten. Ich krieg einen Ball und dann krieg ich wieder weggewählt. Ja, ich muss da auf die Mitte decken, ansonsten sweatet er rüber. Aber weißt du was, jetzt kann ich mich mal am Arsch lecken. Dreckiger Hurensohn. Weißt du, was ist das schon wieder für ein Pech, was ich hier schon wieder habe? Herr Kane! Deine Mutter, ey. Komm. Lauf, Mann. Bewegung. Weißt du, es ist immer so typisch fucking... Genau, alles offen. Es ist einfach so typisch fucking FIFA. Weißt du? Man rennt an 3 Leuten vorbei und am letzten bleibt man hängen. Oh, fick dich, Alter. Scheiß Gegner. Der geht mir wirklich auf die Eier schon wieder. Genau wie ich von hinten getatscht und gefummelt wäre und dann liegt, dass ich den 3 Kilometer vor als Resultat. Schiri pfeift natürlich gar nichts. Der spielt so richtig scheiß schwule Bälle. So richtig schwul. Gib her. Weißt du, Beeilung war nicht vorhanden. Jetzt pass, Mann. Lauf. Ja, Mann. Huh. Was für eine Anstrengung, da war ich gerade ganz ruhig. Da kam der Torwart schon, Alter, was für eine richtige Millimeterarbeit, ich habe sie hingekriegt. Guckt euch mal den Scheiß hier an. Erstmal an dem so halb vorbei, fast schon im Außen, dann nochmal am Torwart so vorbei. Richtig nice. Muss man wieder aufpassen, dass der hier nicht mucken will. Ja, komm, lauf gegeneinander. Danke. Ah, komm, das war zu viel gewollt mit dem Drehung. Ach, komm. Ja, wenn hier so viele Leute schon wieder sind, krieg ich schon wieder AIDS. Alter, der war richtig mies tief und richtig links rein, aber der Torwart hat ihn leider gehalten. Ja, komm, aber mal so. Wieder immer, vor allen Dingen immer genau zu denen, weißt du? Schön fair weggespielt. So ist gut.
Ja, was war das für ein scheiß Pass, Mann? Ich hab ja noch nicht mal irgendwie schicken gedrückt, dass er den so leicht versetzt zu dem spielen will und so. Ja, quasi mit Hurensohn. Weißt du, sowas ist jetzt wieder richtig eigene Schuld. Dummer Wichser. Ich renne mit aus, weil ich versuche rumzutricksen, einen auf Spasti zu machen. Der Gegner strengt mich an. Gib mir den scheiß Ball, Alter. Komm jetzt. Ja, ist genau klar. Er hätte genau gesessen, wenn er den nicht gekriegt hätte. Einfach mal so aus der Hüfte haut er so einen Schuss. Ist logisch. Ach komm, Mann. Das war komplett Richtung Ball. Und du gibst ihm für so eine Scheiße einen Freistoß in bester Position. Der Hurensohn wird die wahrscheinlich wieder reinmachen. Weh, du springst. Ich drück jetzt. Nein. Weißt du, Boateng ist vorne, anstatt dass Boateng zurückgeht und dafür Lewandowski nach vorne geht oder irgendwas, was sinnvoll wäre. Abseits, danke. Das hat auch den Vorteil, dass der Typ sauer auf dem Abseits steht durch meine Spielweise. Komm, lauf. Zu viel verlangt. Ach komm, dieses schwule Durchkommen hier an manchen Positionen. Ja, fick dich abseits. Oh Mann. Ich hasse es immer, diese paar Zentimeter zum Scheiß abseits. Au, was soll ich dran ändern? Na komm schon, bitte. Dieses Spiel ist einfach zu scheiße schon wieder für mich. Weißt du, ich liege immer noch zurück. Und der hat immer wieder seine Angriffsmöglichkeiten. Aber ich muss halt eben, so wie ich gerade spielen und es ist halt auf total offensiv, um überhaupt hier irgendeine Chance gegen den zu haben. Komm. Mann. Der ging viel zu hoch dann am Ende. Richtig schade. Komm mal jetzt, komm. Das wäre mal wieder richtig Premium gemacht, Alter. Ja, komm. Wie sowas wieder nicht durchkommt. Weißt du, so ein schön gespielter... Will der mich jetzt verarschen eigentlich? Torwart, komm raus, Mann. Direkt wieder nach vorne. Oh, direkt nach vorne sag ich, weißt du, was ist? Genau, der dreht sich so schwul im Kreis und es funktioniert. Wenn so eine Scheiße wieder reingegangen wäre, ich wäre ausgerastet. Puh, dieses Spiel ist... Mann, es läuft einfach wieder gegen mich. Die doppelte Tore von ihm sind einfach eine Sache und relativ kurz ineinander... komm. Relativ kurz ineinander ist wieder so eine Sache, die hier scheiße zu verkraften ist. Ich muss halt hier irgendwie ein bisschen spielen, weil er sonst wieder sich zu weit zurückzieht. Ach, weißt du, will die mir doch aus, Mann. Hier sind wieder so Anti-Fußballer vorne teilweise. Hä, was ist jetzt los? Beim Aus, ist klar, ja, okay. Ach, wie sich meine Spieler auch alle nicht bewegen. So ein strammer Schuss und er geht knapp drüber. Ich könnte schon wieder heulen, gerade bei den Chancen, die ich schon wieder habe. Ich muss wechseln. Ich bin gerade zu angefressen, um zu wechseln. Komm. Ja, jetzt spielt er runter. Weißt du, es war einfach total hervorsehbar. Gibt natürlich jetzt Elfmeter oder war es noch vorher? War wahrscheinlich schon drin, ne? Ausgeführt war es auf jeden Fall. Jo, es war noch vorher. Aber wir würden jetzt wahrscheinlich. Und es war nur eine gelbe, also ist eigentlich scheißegal.
Was ist das, Mann? Die haben den Ball und kriegen ihn nicht vernünftig rausgespielt, Mann. Ich bin ja schon wieder im Bedrängnis. Dabei brauche ich die. Wieso sind die teilweise so scheiße gespielt, die Bälle? Torwart gibt sich natürlich wieder absolut die Flugjumps und so und auch die Skills dafür. Immer dieses Ball abnehmen und dann ist der Ball im Aus oder beim Gegner und das haben sie uns, weißt du, darüber könnte ich mich halt 5 Jahre aufregen. Weil jetzt haben die uns eigentlich bei FIFA versprochen, muss man sagen, bei FIFA 15, dass genau das funktioniert und richtig ist und nicht so scheiße ist. Aber genau das ist genauso scheiße immer noch. Haben sie gesagt, ja, das verbessern wir, das ist in Zukunft nicht mehr so. Und dann war es trotzdem einfach immer noch so. Oh, Betreib. Wie der den einfach... Ist klar. Weißt du, wie der den einfach immer noch... Im Ernst? Junge, ich habe volle Kanne durchgedrückt und der macht den Lappenpass des Jahrhunderts. Hier, decken. Oh, ich kann nicht alle Leute... Scheiß Engine, weißt du? Ich kann nicht alle Leute gleichzeitig positionieren. Da muss auch schon ein Teil selbst kommen. Komm, rück weg von mir. Oh, richtig schöner Schuss, Mann. Ich hab einfach nur drauf gerotzt, weil ich wusste in dem Moment, da kommt wieder so ein Schwulität rüber. Wie schnell die auch einfach umsortiert waren. Wie schnell der eine sich wieder gelöst hat, der sich eigentlich erst in die andere Richtung gegangen ist. Ja, jetzt wird er wieder ein Tor machen. Ich kenne die doch. Ach, weißt du, wieder so ein schwules Durchgespiele und dann ist wieder das Tor drin. Oder ist das Abseits für mich? Yay! Puh. Alex, ich muss jetzt ein bisschen hier es wieder hinkriegen. Ja, sagt er und... Ja, gut, da hebt jemand das Abseits auf, der einfach nur rumchillt in seinem Leben. Ist klar. Ach, und Neuer sieht wieder aus wie ein scheiß Bananenpflücker, Mann. Wie ein scheiß Nix-Könner. Wie ein scheiß Zehntligist. Oh, wie schlecht einfach Neuer in FIFA 15 ist. Neuer sollte EA verklagen dafür. Er ist Welttorhüter, ey. Ja, komm, die Kurve hat es mich jetzt gekostet. Die habe ich aus Versehen geschlagen. Wollte ich gar nicht wirklich. Das ist einfach mein Todesurteil jetzt. Komm. Ich hasse es. Wenn die Gegner auch genau in dem Moment, wo ich irgendwo reinkrätsche oder reingehe, ihre Füße genau da richtig... Mann, schon wieder so eine neue Fail-Scheiße. Was soll das verdammte Scheiße, Mann? Neuer ist der Welttorhüter und kein Weltlappen. Im Ernst? Weißt du, bei sowas kann ich einfach nichts mehr sagen. Tut mir leid. Was soll ich da machen? Wenn der einfach nicht mitläuft, bleibt einfach stehen. Und lässt den Ball an sich vorbeikullern, die fette Sau. Das ist ein Bundesligaspieler, Mann. Bundesliga-Abwehrspieler. Und der macht so eine Scheiße. Ja, genau ist nix. Es war auch nix. Aber wenn ich das mache, gibt's trotzdem Foul. Es war Ball gespielt. Aber bei mir kennt ihr ja auch nie Ball gespielt. Komm. Das war jetzt arrogant, da wollte ich mal in die Mitte spielen. Das war meine eigene Scheiß-Drecks-Schuld. Aber ist ja eh scheißegal. 5-3 hätte ich nicht mal aufgeholt. Von daher haben wir das nächste Spiel verloren. Und nein, wir schauen uns die Tabelle nicht an, weil die immer noch genau gleich und genau scheiße ist. Vielleicht sind wir das nächste Mal besser. Und haut rein. Bis dann. Tschüss.